Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, ich würde sagen, jetzt machen wir wirklich mal mit der Quest weiter, die Spitze des Speers. Dazu müssen wir in diese Richtung. Genau. 440 Meter ungefähr sind's. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir am Ende dieser Folge ein Abo da lasst, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. So, aber jetzt würde ich sagen, ab zu der Quest. Jetzt geht's hier lang, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in der Siedlung da ist. Da sind wir vorher schon mal durchgegangen. Mit, dann können wir wieder schön Pfeile bauen später. Mutters Wacht in diese Richtung. So, 130 Meter noch. Sein Medizinbeutel ist auch voll. Das passt. Da ist er. Er wird nervös. So, rede mit Cast und Falsche um eine Stolperfalle. Schauen wir doch mal. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. So, okay. Sei nicht so griesgrämig. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Okay, handeln. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plünderer. Ja, hab ich doch schon, oder? Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. So, Plündererlinse. Rohstoffe. Plündererlinse. Okay. Verkaufen. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel, und du? Hä? Habt ihr noch jetzt den gegeben, oder? Achso, Stolper... Achso, jetzt hat er das freigeschalten. Stolperfalle. Kaufen. Stolperfalle. Ungewöhnlich. Stolperfalle, okay. Ausrüsten. Platz wählen. Machen wir das mal hier oben hin. Okay. Was hat denn der noch Schönes? Munition 30, 105, Scherben. Achso, da brauchen wir die Scherben. Kriegsbogen. Seilwerfer. Okay, wir können uns jetzt eh gerade nichts leisten. Wir müssen noch mehr Scherben sammeln.
Okay, alles klar. Was hat denn der noch alles? Draht? Feuerwiderstandtrank. Munition. Naja, die kaufe ich nicht, weil die kann man ja selber herstellen. Okay. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Okay, verabschieden? Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, bis demnächst. Okay, um das Questmenü zu öffnen. Tutorial. Du hast eine starke neue Waffe erlangt. Die Stolperfalle, die neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen und dein Können zu verbessern. Okay, stelle Maschine mit Schockdrähten eine Falle. Okay, dann schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Rufe das Waffenrad auf, um Stolperfalle auszurüsten, indem du L1 gedrückt hast. Wähle Standardmunition aus. Okay. Schockdraht 2. Herstellen. Beutel Upgrade verfügbar. Beutel Upgrade. Herstellen. Tragekapazität. Vergrößere den Waffenbeutel. 5 Kapazität erhöht die Inventarkapazität auf 10. What is this? Munitionsbeutel. Lohe mal 1. Ich habe doch aber Lohe eingesammelt. Hä? Okay, was brauchen wir hier? Das machen wir auf jeden Fall jetzt mal hier. Fettes Fleisch, okay. Outfitbeutel, ja, das brauche ich noch nicht. Ich habe eh bloß erst 1 Rohstoffbeutel. Das machen wir mal. Was ist das? Modifikationsbeutel. Vergrößere deinen Modifikationsbeutel. Trankbeutel, Fallenbeutel. Okay, da warten wir jetzt noch, weil... zwei Pfeilsatzsätze, Schockdraht. Verursacht keinen Schaden und sehr hohen Schockschweregrad. Detoniert bei Annäherung, nützlich für Fallen und Hinterhalte. Platziere Drähte vor einem Kampf. Okay, lassen wir das mal. So, wie funktioniert das jetzt? Ziele auf dem Boden näher eines Gegners und feuere auf 2 Positionen. Okay. Und eine hiervon. Okay, in Rost müssten wir jetzt auch treffen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier gegen so komische Wächter oder sowas das ausprobieren. Das hilft bestimmt weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall schon mal in die Richtung, weil wir werden bestimmt noch so komische Dinos treffen, wo wir das ausprobieren können. So, der ist wahrscheinlich schon hier in dem Dorf drin.
wieder die mutterlose Ausgestoßene. So starrt sie an. Man kann sich erst als echter Jäger bezeichnen, wenn man es mit einer Herde... Oh, geiler Wetterwechsel. Okay, da ist er schon mal einer. Okay, locken wir den einfach mal an. Da kommen sie. Hey. Der läuft genau rein, ne? Okay. Boah, was macht der? Muss ich mal direkt schauen, ob ich das jetzt, Quest, aktiv. Quest. Nee, ich habe jetzt die Quest eigentlich nicht drin, oder? Okay, dann gehen wir mal zum Rost. Also, los. Boah, zieh dir einen Schaden, ey. Dann bin ich einfach mal weiter. Okay, die haben anscheinend auch eine gewisse Range, wo die gerade hinterherlaufen. Speicher mal ab jetzt hier. Okay, das mit den Fallen aber auf jeden Fall kapiert. Das passt, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass hier oben noch welche sind, oder? Das ist ein Schwein. Das will ich mir auf jeden Fall noch holen. Oh, komm ich nicht hoch. Er greift mich auch an, oder was? Okay. Ich baue das Fleisch anscheinend zum Craften von so einer Tasche. Also werde ich die jetzt auch mal ein bisschen nebenbei killen. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da lang.
bin ich jetzt komplett dran vorbeigerannt. Hä? Jetzt jagen sie mich. Ah, der ist da oben im Lager anscheinend. Speichern wir nochmal. So, Rost. Hast du die Feuerpfeile? Klar. Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich glaube, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Ruhe dich am Lagerfeuer aus. Gibt es irgendwie eine Option oder so dafür? Oder ich speichere einfach bloß mal. Ah, okay. Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Okay. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Das war jetzt bloß so eine Art Vorspiel anscheinend. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Kühlsaft. Lohe 8. Okay, nehmen. Die haben wir doch vorher gebraucht, oder nicht? Grüße den Köcher Lohe, genau. Okay, haben wir den schon mal ein bisschen vergrößert. Und können jetzt 30 Pfeile mitnehmen. Okay, sehr gut. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Auf jeden Fall mal hier schauen. Folge dem Pfad der Zerstörung. Wow. Okay, wir müssen dann hier rum anscheinend. Okay, gehen wir da rum. Sägezahn. Hört sich ganz schön gefährlich an. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Okay, da ist ein Wächter. Zerstörter Wächter.
Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Schauen wir mal. Okay, Hasen. Grasa. Ist auch ein neuer, glaube ich. Okay. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Eine, oder? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Wir sind zum Jagen hier. Wow. Ihn. Das ist allein deine Entscheidung. Okay, ich glaube, ich werde ihn dann scannen. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Ach du Scheiße. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es denn hier mit dem Sägezahn weitergeht. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.